Bremen gegen Saarbrücken, ein Spiel mit wahnsinnig guten Ballwechseln. Beispiel gefällig hier im ersten Einzel. Bastian Steger gegen Bojan Tokic. Was für eine Rallye hier mit dem besseren Ende für Bastian Steger. Die beiden Freunde kennen sich ja bestens aus gemeinsamen Saarbrücker Tagen. Haben auch ganz, ganz lange Jahre zusammen trainiert in Düsseldorf. Und dementsprechend fiel dieses Match aus. Es gab viele lange Ballwechsel, weil eben immer jeder wusste, was der andere vorhat. Und so gab es immer wieder schönes Tischtennis zu sehen. Trotzdem am Ende gewinnt dann Bojan Tokic, also die etwas größere Erfahrung, gegen Bastian Steger mit 3:1, bringt die Saarländer in Führung. Dann war es an Kirill Skatschkov, den Ausgleich wiederherzustellen gegen Thiago Apollonia. Das klappte aber nicht und so waren zur Pause die Gäste aus dem Saarland schon 2:0 in Führung. Dann Hunor Šoš gegen Adrian Matzné. Und Matzné hier, wie man ihn kennt, aus der Abwehr raus, hier noch eine Pirouette gedreht, aber dann fällt der Ball neben den Tisch. Trotzdem, Matzné hatte letztlich das klar bessere Ende für sich im vierten Satz. 4 Matchbälle und mit dieser krachenden Vorhand reicht es am Ende zum klaren 3:0 Auswärtssieg in Bremen für den ersten FCS TT. Fulda gegen den TTC Hagen, das wurde eine recht deutliche Angelegenheit. Das erste Einzel gewann Ruven Filus gegen den Spielertrainer aus Hagen, gegen Andreas Feyer-Konnert. Das war abzusehen, klarer 3:0 Erfolg. Das zweite Einzel dann bestritten Jonathan Groth und Cedric Neutink. Und da Neutink, der Belgier, mit einer tollen Rückhand, ganz viel Übersicht. Und dann den Ball die Linie entlang gezogen. Sehr schön gemacht. Trotzdem hatte Jonathan Groth schon im dritten Satz 4 Matchbälle auf seiner Seite. Und das klappt dann auch gleich mit dem ersten 2:0 die Führung zur Pause für die Hausherren aus Osthessen. Und dann gab es zum ersten Mal in dieser Saison den Auftritt von Keini. Von Thomas Keinert, der Ersatz spielte für Wang Shi. Und der hier mächtig Stimmung in die Bude brachte und dazu noch artistisch begabt ist. Sehen Sie gleich. Matchball, Rad geschlagen, Jubel und damit gewinnt Fulda 3:0 ganz klar gegen die Gäste aus Hagen. Und wir schauen uns in der Wiederholung nochmal das schöne Rad von Thomas Keinert an. Grenzau gegen Ochsenhausen im Kampf um die Playoff-Plätze. Wir schauen uns zunächst mal einen Ballwechsel aus dem ersten Einzel an. Masaki Yoshida gegen Jakub Diaz mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Hier geht er rum ganz kurzfristig und lässt Diaz keine Chance zum Reagieren. Sprung rüber zum Stand von 1:1, also schon nach der Pause. Da war es an Liam Pitchford, die Führung herzustellen. Für die Gäste aus Ochsenhausen gewinnt hier 3:1 gegen Andriy Gatchina. Und dann gab es wieder ein spektakuläres Spiel mit dem Japaner Masaki Yoshida. Er traf in seinem zweiten Einzel auf Simo Gussi. Und auch hier heute sehr gut aufgelegt. Der Mann aus dem Westerwald mit einer tollen Vorhand. Und es sollte so weitergehen. Hat Gussi eigentlich eine gute Idee, traut sich was, kommt nach vorne und will dann den Ball quasi ins leere Feld blocken, aber geht dann doch schief, zu viel Überschnitt in diesen Topspin von Yoshida und dann klappt auch der Ausgleich aus Sicht der Gastgeber 2:2. Es musste also die Entscheidung im fünften und letzten Spiel fallen und da hatte dann Jakub Diaz ganz klar die besseren Karten. 4 Matchbälle im vierten Satz.
Und danach dann der lautstarke Jubelschrei. Das reichte also. 3:2 gewinnt Ochsenhausen in Grenzau. Ein ganz, ganz knappes Spiel. Und beißt sich damit weiterhin oben in der Tabellenspitze fest. Der TTC Schwalbenberg Neustadt mit ganz klaren Playoff-Ambitionen zu Gast beim Post-SV Mühlhausen, die ja wie auch die letzten Runden jeweils ziemlich weit unten drin hängen. Kürzlich der erste Saisonsieg, aber in diesem Spiel hier sollte es dann doch wieder anders laufen aus Sicht der Thüringer. Im ersten Einzel Ovidio Ionescu gegen Benedikt Duda, ein sehr sehenswertes Match mit schönen Ballwechseln. Stimmung wie immer natürlich am Christanplatz entsprechend gut. Trotzdem mussten die Zuschauer mit ansehen, wie dann Benedikt Duda das erste Einzel gewann. 1:0 die Führung also für die Gäste aus dem Bergischen Land. Und das zweite Einzel dann. Steffen Mengel gegen Bohumil Wositzki. Und das war eine sehr kontrollierte, sehr gute Leistung von Mengel, der dieses Spiel doch über weite Strecken im Griff hatte und entsprechend auch schon im dritten Satz mit 4 Matchbällen ausgestattet die 2:0-Führung besorgt für Bergneustadt. Und dann ging es ins dritte Einzel. Und da gab es ganz sicher den Ballwechsel dieses Spiels zu sehen zwischen Michael Badon und Ricardo Walter. Was eine Rückhandpeitsche hier von Badon. Die Wiederholung zeigt sie nochmal. Das ging richtig schnell hier. Zack, aus dem Handgelenk raus. Diesen Punkt verwandelt. Trotzdem hatte am Ende Ricardo Walter eben wieder 4 Matchbälle auf seiner Seite. Auch schon im dritten Satz. Und das reichte dann doch zum deutlichen 3:0 Auswärtserfolg für Berg Neustadt beim Post-SV Mühlhausen. Der ASV Grün Wettersbach zu Gast bei Borussia Düsseldorf, dem Rekordmeister. Da sind die Vorzeichen eigentlich klar verteilt und ich betone ganz bewusst dieses eigentlich. Denn erstmal gab es die Führung durch Walker für den ASV Grün Wettersbach im ersten Einzel gegen Patrick Franziska. Danach dann wieder andersrum. Der 1:1 Ausgleich durch Sharad Kamal Achanta. Da gingen die Zuschauer also erstmal noch mit einem lockeren Gefühl in die Pause. Das wird am Ende schon reichen für unser Team. Aber dann kam Panagiotis Giannis gegen Alvaro Robles dran. Und Robles hat einen richtig guten Tag erwischt. Auch wenn hier Giannis natürlich toll abwehrt. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Geht hier drunter mit den langen Noppen. Und dann ist so viel Unterschnitt drin, dass Robles ins Netz schlägt. Trotzdem, der Mann vom ASV hatte dann 2 Matchbälle im vierten Satz. Und bejubelt dann natürlich lautstark diesen Erfolg. 2:1, also jetzt der Aufsteiger vorne in Düsseldorf. Vierten Einzel dann Patrick Franziska wiederum mit dem Ausgleich. 2:2. Borussia ja dieses Jahr mit einer vergleichsweise holprigen Saison. Und so sollte es dann tatsächlich auch im fünften und entscheidenden Spiel weitergehen. Denn da spielte Samuel Walker richtig groß auf gegen Sharad Kamalachanta, der hier eine tolle Rückhand auspackt, wir sehen's. Aber dann eben wieder die bessere Antwort von Walker, auch ein bisschen Glück dabei. Und dann gab es tatsächlich 4 Matchbälle für Walker und damit für den ASV Grün Wettersbach, der die Sensation perfekt macht und 3:2 bei Borussia Düsseldorf gewinnt beim Rekordmeister. Nochmal die Ergebnisse präsentiert von Hooptex. Fulda gegen Hagen 3:0, Düsseldorf Grün Wettersbach 2:3, Mühlhausen gegen Bad Neustadt 0:3, Grenzau Ochsenhausen 2:3 und Bremen gegen Saarbrücken dann doch am Ende deutlich 0:3. Dann schauen wir rüber auf die Tabelle und sehen, dass da ganz vorne die TTF Lieper Ochsenhausen stehen, gleich dahinter Saarbrücken punktgleich, nur mit einem bisschen schlechteren Spielverhältnis. Dann Fulda und Bergneustadt, Düsseldorf aktuell aus den Playoff-Plätzen rausgerutscht und ganz hinten Grün-Wettersbach und Mühlhausen. Ja, und jetzt können Sie noch was gewinnen. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Viel Spaß bei der Wahl. Besten Ballwechsel.
Es geht um ein Originaltrikot des Post-SV Mühlhausen bei unserem Gewinnspiel. Wählen Sie den besten Ballwechsel des 9. Spieltags. Vorschlag 1, Panagiotis Giannis gegen Alvaro Robles. Der Grieche hier aus der Abwehr mit tollen Bällen und am Ende dann mit diesem Unterschnittball. Und den verzieht dann Robles nach diesem tollen Ballwechsel. Vorschlag 2, Jonathan Groth und Cedric Neutink. Was eine Rückhand hier vom Belgier. Neutink mit ganz viel Übersicht und klasse Rückhand die Linie entlang. Vorschlag 3, intensives Topspin-Duell zwischen Masaki Yoshida und Jakob Diaz. Und dann diese Reaktion von Yoshida. Wahnsinn. Nochmal die Wiederholung hier. Da geht er ganz kurzfristig noch rum. Und spielt den Ball mit der Vorhand. Vorschlag Nummer 4, Bastian Steger und Bojan Tokic. Unglaubliche Rallye hier von den beiden Freunden. Steger mit seiner berühmten Rückhand. Und dann macht hier Tokic den Fehler. Und Vorschlag Nummer 5, Michael Badorn gegen Ricardo Walter. Und hier Badorn überm Tisch mit der Rückhandpeitsche. Das waren unsere Vorschläge. Wählen Sie jetzt den besten Ballwechsel. Schreiben Sie uns Ihren Favoriten an gewinnspiel@ttbl.de. Viel Glück!